Wenn du einmal den Mut für dich hast, könntest du natürlich auch einmal wirklich darauf warten, dass er selber losgeht und vor dir ist. Weißt du, dass du auf den Stand in das Vorwort erreicht hast, dass du mal abwartest, ob er selbst auf den Gedanken kommt, loszulaufen und weiterzugehen, also dich zu überholen quasi. Und dann würdest du gehen und erst nach dem Kick zum Futterpunkt loslaufen. Genau, sehr gut. Das ist so ein Arbeitsschritt, der auch ganz wichtig ist. Genau, dass ihn bewegt und dann. Zumindest, dass du so wie jetzt eben, dass du so einen Bewegungsimpuls von ihm siehst oder fühlst, dass du eben, dass er selber auf den Gedanken kommt, loszugehen. Genau. Dass du nach und nach eben quasi nicht in dieser auffordernden Position bist, sondern sich das selber ergibt. Das ist so ein bisschen auch nochmal wieder ein Unterschied zu diesem klassischen Longieren. Also ich meine, da ist es natürlich sowieso mit Druck verbunden, aber es ist eben immer wieder so, dass man dem Pferd eine Aufforderung gibt, geh los. Und bei dieser Sache geht es eher darum, dass man, dass das Pferd das Muster sozusagen erkennt und selber in dem Muster agiert und man als Mensch dann auch lernen kann, sich immer mehr ein bisschen zurückzunehmen und die Macht der Methode auch nochmal auf sich wirken zu lassen, dass es eben um die Konsequenzen tatsächlich geht. Also um das, wo und wie viel das Futter überreicht wird. Dass es also nicht unbedingt um das geht, was vor dem Verhalten passiert, also wo ich stehe und so weiter, sondern sehr viel mehr darum geht, was ergibt sich aus den geschickten Futterpunkten. Weil dafür ist diese Übung halt auch für uns Menschen einfach eine anschauliche Übung, wie Klickertraining funktioniert. Also es geht mir gar nicht nur um das Thema Longieren oder Bewegung verschaffen, sondern ein Gefühl dafür zu entwickeln, auch das Pferd selbstständig agieren zu lassen und selber sich manchmal ein Stück weit zurückzunehmen. Aber und nach und nach ist ja klar, dass man eben immer weiter in den Mittelpunkt kommt, weil ganz langfristig gesehen ist es ja möglich, dass man wirklich in der Mitte stehen würde und das beobachtet, ne? Wie beim Longieren quasi, dass man gar nicht mehr selber überhaupt großartig mitläuft und dann natürlich auch relativ selten klickt, dass er vielleicht schon eine ganze Runde oder sogar zwei Runden läuft, bevor man klickt und dann einmal nach außen geht, um die Futter zu geben. Genau. Und wieder kannst du natürlich immer auch darauf achten, dass er vorgeht quasi, dass du nicht dass du diejenige bist, die zuerst losläuft, sondern dass du eben vor dir kommt lässt, dass du ein bisschen noch passiver fällst, genau. Super. Okay, war es ja jetzt schon fast eine halbe Runde, die er nach dem Klick zum Butterpunkt gelaufen ist. Ganz toll. Für den Anfang ist natürlich das hier diese Art der Arbeit mit dem Pferd für den Menschen mit viel Lauferei ja verbunden. Also es ist ja für den Anfang nicht so, dass man sagen kann, dass es total entspannt und locker für einen selbst ist. Aber eben, man sieht glaube ich jetzt schon, dass der Valesco ähnlich wie der Moon beim letzten Kurs, dass sie sehr viel Spaß an diesen Sachen haben, dass er ganz fröhlich aussieht, er spitzt die Ohren, hat hier ein lockeres Maul, eine etwas vorgeschobene spielerische Oberlippe. Also er freut sich über diese Art der Aufgabe. Und ich glaube, langfristig ist das schon eine Sache, die bei vielen Pferden das Thema Bewegung nochmal auf eine positivere Art trainieren. Und er läuft ja auch freiwillig jetzt dann im Trab. Aber schau mal, was
sich dann wieder einfädelt oder ob er jetzt ganz weg ist, weil das ist manchmal auch ganz interessant, ob die Pferde sozusagen zurückkehren zum Muster. Ja, sie sehr schön. Genau. Es ist ja immer so, dass, oder fast immer, wenn man eben beim Pferd den nächsten Arbeitsschritt erreichen möchte, dann ist es auch gut, wenn man sich auch überlegt, dass man das eigene Verhalten natürlich auch anpasst, weil sonst kommt auch immer das gleiche Ergebnis zustande, weil man zwar das gleiche selber gemacht hat. Genau. Vielleicht kannst du sogar noch ein ganz kleines Stück weiter in der Mitte stehen. Also das tut genau so, warten, genau, ging und dann zum Futter. Super, ja. Genau. Das ist im ersten Moment immer ungewohnt, weil man neigt immer dazu, eben zum Pferd hinzuziehen. Irgendwie finde ich, hat das auch für einen selber so magnetische genau, das war genau der Fehler, von dem du gefürchtet hast. Ne? Aber das, für einen selber hat das Pferd natürlich auch so eine Anziehungskraft, dass man selber ist irgendwie auch intuitiv immer am nächsten Mal, wenn man auf das Pferd zieht. Bei dieser Übung ist es nur so, dass langsam, je größer dieser Kreis ist, desto schneller muss man ja natürlich laufen, um zum nächsten Futterpunkt zu kommen. Und deshalb spart man natürlich ungemein Energie, wenn man möglichst schnell nicht mehr außen mitläuft, sondern quer abkürzt und nur den Radius gehen muss und nicht den kompletten Umfang mitlaufen muss. Und dann ist es eben ja auch so, dass erst nach und nach das Pferd sich räumlich orientieren kann und ja, das Muster hundertprozentig verstehen. Ja. Ja, aber sehr schön. Ich finde, das Grundmuster hat er ja auch wirklich in diesen paar Einheiten gut verinnerlicht. Man kann es erkennen, was es sein soll. Ne? Diese Dynamik immer mehr. Schauen wir mal, was er macht. Jetzt kommt er zurück, aber den Anfang wollte er dann nochmal weitermachen. Ne? Da ist er so entlang gegangen an den Stangen.